Oh, die Sonja. Was? Ostern? Jetzt wärst du gleich Gottesdienst. Oh ja, aber warte mal, im Moment ist ja alles ein bisschen anders, oder? Stimmt, stimmt, das ist gar kein Gottesdienst. Ja, also, aber nicht im engeren Sinne, es hat ja so Livestreams und so Sachen, wo man im Internet kann Gottesdienst schauen kann. Ja, heute haben wir mal bis zum Livestream, stimmt. Aber weißt du was, wir könnten trotzdem noch zwei Lieder singen, wenigstens das. Das ist doch gut, machen wir doch für unsere Leute.
deutschen. Auf Ostern muss man schon Eier deutschen. Das ist doch so. Mit dem Viertel zuerst, gell? Ach ja, gut. Oh nein! Jetzt habe ich gewonnen, ja. Ich habe wieder. Ah, jetzt hast du gewonnen. Echt? Yes! Das darfst du nicht essen. Wieso? Das ist nicht. Aber jetzt ohne Witz. Ja. Was ist denn dir eigentlich an Ostern so wichtig? Was geht überlegen? Natürlich die üblichen Sachen, aber wenn ich überlege, was bei Ostern mir wichtig ist, oder im Zusammenhang mit Ostern, was mir am meisten auffällt, am meisten gefällt, ist die Geschichte, du kennst mich ein bisschen, die Geschichte mit dem Thomas. Es ist ja eine verrückte Geschichte, dass Jesus auferstanden ist, oder? Und das haben die Leute damals wie heute genauso gefunden, die haben genauso gewusst wie wir heute, dass die Tote nicht auferstehen. Wenn sie tot sind, bleiben sie tot. Das, ja. Für das muss nicht besonders Bilder sein. Und Thomas, wo Jesus ja nicht gesehen hat, auferstanden Jesus, der sagt, nein, ich kann das nicht glauben, bevor ich nicht seine Wunden gesehen habe, heisst es irgendetwas so, und seine Seite gespürt habe, bevor ich nicht gesehen habe, kann ich nicht glauben. Und was mich besonders fasziniert an dieser ganzen Geschichte ist, ist die, Jesus bekommt das ja mit, und wo er dann ihm begegnet dem Thomas, und er nicht irgendwie zusammenstuhlt und sagt, du ungläubig und so weiter, sondern er lässt ihn wirklich spüren. So, er gibt ihm sozusagen einen Beweis. Und ich finde, das ist so gewaltig irgendwo, dass man den Glauben an den Gott und die versteht, darf man die Sachen ein bisschen überprüfen, man darf Fakten gehen, aufsuchen, man darf schauen, verhält das wirklich auch. Das fasziniert mich halt schon so, wie ich funktioniere, ich halt gerne noch ein bisschen. Du weißt ja, wie ich bin. Dass man noch ein bisschen recherchieren kann, ein bisschen forschen und das verhält auch die ganze Geschichte. Ich habe das so feststellen, dass es wirklich so ist und der Jesus verurteilt das nicht. Das finde ich schon gewaltig, dass der Jesus ihm sagt, du, schau, hier, prüf es. Und dann sagt er, Thomas, mein Herr und mein Gott. Und das ist auch meine Sache, wo ich sage, mein Herr und mein Gott, ich möchte nachfolgen, weil schliesslich ja, bist du einer, der sich lässt finden von mir. Auch von Leuten, die ein bisschen skeptisch sind, manchmal ein bisschen müssen Beweise haben, von denen man sich finden. Und das finde ich, spricht man immer wieder an. Mhm. Und natürlich, das gibt auch eine Gewissheit, dass Jesus lebt. Da darf man wirklich wissen, was er hat, er lebt wirklich. Du, dann fällt mir ein Lied ein. Ich könnte noch ein Lied singen. Weil Jesus lebt, das passt doch dazu. Jesus lebt, das ist verstanden. Ja, stimmt. Also gehen wir nochmal an. Nachher würde ich schon etwas essen. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weil Jesus lebt, fürchte ich mich nicht. Jesus, ich weiß, du kennst sie. Natürlich ist es mega
krass, dass Jesus für uns Menschen, die so viele Fehler haben und Fehler machen, ans Kreuz gegangen ist und so einen schlimmen Tod gestorben ist, oder? Und das andere ist irgendwie der Petrus. Manchmal regt er mich wahnsinnig auf und gleichzeitig spricht es mich an, wenn er unterwegs ist. Er ist irgendwie so eine ehrliche Haut und hat ja, das Herz manchmal vielleicht ein bisschen zu fest auf der Zunge. Und ja, wir haben ja auch in der Karfreitagsliturgie haben wir ja darüber gehabt, dass ja der Petrus ja Jesus verleugnet hat, obwohl er gesagt hat, dass er das nicht machen wird. Und dreimal sogar. Und er war voll am Ende und hat gefunden, wow, ob jetzt Jesus noch etwas mit mir anfangen will, hat eigentlich seinen alten Beruf wieder angefangen. Und da ist Jesus ihm begegnet und fragt ihn einfach dreimal, ob er ihn liebt. Und gibt ihm dann auch noch Aufgaben, recht wichtige Aufgaben, die ja, Verantwortung bedeuten, ihm, der doch so riesige Fehler gemacht hat. Und das spricht mich irgendwie mega an. Dass wir so fehlerhaft wie wir sind, natürlich, der Blödsinn sollte nicht passieren. Aber wenn er passiert, dass wir trotzdem zu ihm kommen können und wissen, er vergibt uns und er geht mit uns den Weg und hilft uns auch zu wachsen. Und im Fall, auch zu dem gibt es noch ein gutes Lied und dann wird er wirklich gegessen. Das ist doch gut. Egal was dir passiert, egal was schief geht. Sei gesegnet.